domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Nach mehreren Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos dringen die Kirchen auf eine europäische Lösung für die Verteilung der Schutzsuchenden auf aufnahmebereite Länder. Auch der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki forderte in diesem Zusammenhang die rasche Aufnahme von Flüchtlingen. Moria ist einfach kein sicherer Ort für 12.600 Geflüchtete. Schon vor dem Feuer haben dort Familien und Kinder an einem unsicheren Ort unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt. Und jetzt das. Spätestens jetzt müssen wir unser Herz berühren lassen. Jetzt müssen wir zur Tat schreiten und helfen. Wir müssen eine Alternative anbieten für diese Menschen und sie aufnehmen in unseren europäischen Ländern. Europa ist jetzt hier gefragt und daran wird sich seine Menschlichkeit messen lassen müssen. Ähnlich äußerte sich der Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese. Als Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz appellierte er an die Politik, schnell zu handeln. Wir können nicht wegschauen. Und wenn gehandelt wird, wird es nur gelingen, wenn es eine gemeinsame europäische Lösung gibt. Ein Land allein wird das nicht können, sondern die Länder gemeinsam müssen es schultern. Deswegen appelliere ich ganz besonders an unsere deutsche Regierung, die jetzt die EU-Ratspräsidentschaft innehat, diese Chance zu ergreifen zugunsten der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und wo immer sie auch sonst sein mögen. Verschließen wir vor ihnen nicht die Augen, sondern helfen wir ihnen so gut wir das können. In einer an die deutsche Ratspräsidentschaft und den Bundesinnenminister gerichteten Erklärung haben indessen die leitenden Geistlichen der 20 Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD dazu aufgerufen, die Angebote von deutschen Bundesländern und Kommunen anzunehmen, Geflüchtete aus den griechischen Lagern aufzunehmen. In der Nacht zum Mittwoch hatte ein Feuer große Teile des mit mehr als 12.000 Menschen völlig überfüllten Lagers auf Lesbos verwüstet. In der Nacht zum Donnerstag brachen in Moria weitere Feuer aus. Das Lager liege jetzt komplett in Schutt und Asche, hieß es. Viele Menschen hatten die Nacht auf der Straße verbracht. Für ein Verbot von Prostitution während der Corona-Pandemie und für ein dauerhaftes Verbot der Prostitution bei der Bundesregierung hat die Frauenrechtsorganisation Solvodi jetzt geworben. Die aktuellen Corona-Schutzverordnungen der einzelnen Bundesländer seien mit Blick auf Prostitution ein gesetzgeberischer Flickenteppich mit verwirrenden Bestimmungen, teilte Solvodi in Boppard mit. Da kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden könne, sei die Ansteckungsgefahr besonders hoch. Am Dienstag hatte das Oberverwaltungsgericht Münster das Corona-bedingte Verbot der Prostitution in Nordrhein-Westfalen vorläufig außer Kraft gesetzt. In den norddeutschen Bundesländern ist die Prostitution ab kommenden Montag unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Seit Jahrzehnten kämpft Solvodi-Gründerin Schwester Lea Ackermann gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution, Sextourismus und Zwangsheirat. 1985 hatte sie Solvodi gegründet und baute seitdem ein internationales Beratungs- und Hilfsangebot auf, das sich an Mädchen und Frauen in Not richtet. Die pakistanische Katholikin Asia Bibi hat mehr Schutz, insbesondere für Mädchen in ihrem Heimatland, gefordert. Die Regierung um Ministerpräsident Khan müsse insbesondere die Opfer des Blasphemiegesetzes und die gewaltsam bekehrten Mädchen sowie die Minderheiten, die auch pakistanische Bürger seien, gegen Übergriffe verteidigen, so die Katholikin gegenüber dem Hilfswerk Kirche in Not. Asia Bibi war wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Gott ist derjenige, der alle unsere Gebete hört. Und ich möchte Ihnen allen und allen danken, die für mich gebetet und für meine Freiheit gebetet haben. Und das ist wahr. Ich fühle solche Freude, weil Gott mich von den Schwierigkeiten befreit hat, in denen ich mich befand. Nach 6 Monaten Zwangspause kehren die Regensburger Domspatzen in den Dom zurück. Am Sonntag werden die Männerstimmen des ersten Chores erstmals nach der Corona-bedingten Unterbrechung wieder in der Messe um 10 Uhr singen, hieß es. Die Freude sei groß, nicht nur bei den Sängern, so Domkapellmeister Christian Heiß. Ab sofort würden wieder regelmäßig Chorformationen der Domspatzen die Sonntagsmessen in der Kathedrale musikalisch gestalten, hieß es. Domradio.de Christliche Nachrichten.